Servus Leute, ja, ich bin mal wieder am Bahnhof, ja, und jetzt geht's gleich Richtung Leipzig und da nehme ich euch auch natürlich wieder mit. Jo, lasst euch überraschen, was das so gibt dieses Wochenende auf der Leipziger Buchmesse. Jo, wir sind durch die Akkreditierung des Pressezentrums und das hier ist die Halle 1, die Manga- und Cosplay-Convention. Und ja, wenn wir uns nicht ganz so oft aufhalten, aber ich werde euch bestimmt einen kleinen Überblick bringen heute oder vielleicht auch in dem Freitagsvideo. Und ja, so sieht es hier aus, aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg ins Kongresszentrum und dann in die Halle 2. Ja. Jetzt sind wir in Halle 2 angekommen und wie versprochen mache ich mich jetzt gleich mal auf den Weg zum Sternensand Verlag. Der dürfte irgendwo da hinten sein. Ja, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg dorthin. So Leute, ich bin kurz vor meinem ersten und ich glaube fast wichtigsten Ziel. Schaut mal, der Sternensand Verlag. Und schaut euch mal an, wie cool und groß der dieses Jahr auch wieder ist. Ja, du, dann empfehlen wir mein Kräftchen. Und vor allem gut gefüllt ist er schon. Ja. Hallo. Hi. Hey. Wie geht's? Ja, ich bin gerade angekommen. Mein allererster Weg direkt vom Pressezentrum hierher. Max, das höre ich dir. Ich finde es super, super schön. Ja, die Chefin ist auch da. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Ja, super. Ich bin gerade angekommen und mein allererster Weg vom Präsidenten hier. Dankeschön. Ja. Oh, dankeschön. Das ist schon wieder so herrlich. Ja, haben viel Arbeit reingesteckt. Ja, aber vor allem, ich sehe gerade da hinten diesen Schub. Geil. Sieht das schon wieder so cool an aus. Fanny Becher ist auch am Start und hat hier ihre wunderschönen Bücher davor stehen. Und guck mal, wie sie cosplayt. Und wieder mit absolut. Modisch hat die Frau sowieso immer irgendwie einen absolut coolen Style drauf und das passt ja so cool. Hier zu dem Bücherparadies, guckt euch diese wunderschönen Cover an und hier eines meiner absoluten Lese-Highlights überhaupt der letzten Jahre. Elaine,
von Jessica Burnett. Auch wunderschöne Cover. Und, ja. Und hier hinter mir wieder die Funny Zeche. Ich hab Holzlein genommen. Ja, den Bauch halt echt schwanger. Sieht schon echt heiß aus. Danke, das habe ich gehört. Ja, man ist bemüht, ne? So, wie alt ist Mirzana? So mit 58, 11 Jahren. Donnerwetter. Halt die Rappen gehalten. Ja, auf jeden Fall. Mensch, Donnerwetter. Hi! Hat doch mal geschummelt. Ja, psst. Verrast halt. Eine Maske mit Trollblut hilft super. Voll cool. Hey, man, du hast ja immer einen guten Klamottenstil auf die Messen und so. Das sticht schon immer raus. Aber das ist schon ganz ja, man muss ja mal ein bisschen, jedes Mal die Messen hat ein bisschen höher liegen. Ja, dann bin ich jetzt schon ganz schön weit oben. Jedes Mal komme ich einfach nicht, dann sinkt die wieder drastisch runter. Oh, nee, nein. Das geht nicht, nee. Ich kann gerne sein Verlag ohne mich. Nein. Oh, nee. So, mittlerweile bin ich an der Leseinsel Fantastik 2. Schauen wir gleich mal so eine Lesung an. Aber hier, guck mal, die Steffi, ja, der Martin, ich bin mittlerweile dazu gestoßen quasi. Und ja, jetzt waren wir gerade bei Fehu, bei Amanda Koch. Ich habe vergessen zu filmen, aber die sehen wir ja sowieso noch ganz oft, glaube ich. Und ja, jetzt ziehen wir uns erstmal die Lesung hier rein. Einige von euch kennen mich vielleicht schon in den Jahren früher, du weißt es noch, ne? In den Jahren früher habe ich ganz viel hier auf der Messe gemacht, habe auch ganz viel hier an der Leseinsel Fantastik organisiert und Autoren betreut. Und deswegen finde ich das gerade echt extrem spannend, selbst hier zu sitzen. Ja, ich bin sozusagen letztes Jahr ins Lager der Autoren gewechselt und habe meinen Fantasy-Erstling veröffentlicht mit dem Titel Der Mitternachtsladen. Der ist erschienen im Fehu Verlag und aus dem möchte ich euch jetzt ein bisschen was vorlesen. Okay, ich fange nicht ganz am Anfang an, das wäre ein bisschen zu lange. Ich habe ja leider nur 30 Minuten. Stellt euch einfach vor, wir haben ein junges Mädchen namens Lina und Lina ist mit ihrem Auto unterwegs und wie das dann so ist sie mit dem Auto liegen geblieben auf einem einsamen Waldstück und sie hat jetzt keine andere Wahl als einfach das Auto stehen zu lassen und zu Fuß nach Hause zu gehen. Und wie das dann natürlich auch so sein könnte. Sie läuft also durch den Wald und irgendwann stellt sie fest, dass da ein Lichtschein ist und trifft dann auf dieses Haus. Ihr könnt euch schon denken, dass das vielleicht eventuell dieser Mitternachtsladen ist. Und was passiert, als sie diesen Laden betritt, das lese ich euch jetzt vor. Ein Glöckchen bimmelte, als sie die Tür aufdrückte. Das Innere des Ladens empfing sie mit weichem Licht und wohltuender Wärme. Ein angenehmer Duft nach Holz und warmem Kerzenwachs lag in der Luft. Für einen kurzen Moment hielt Lina mitten in der Bewegung inne, schloss die Augen und atmete tief durch. Vor Erleichterung, dem Wald und der Dunkelheit entronnen zu sein, wie sie glaubte. In Wahrheit war es das Übertreten der magischen Schwelle, das sie verharren ließ. Eine kleine Unstimmigkeit im transzendenten Gefüge, die man wie ein winziges Stolpern des Herzschlags spürt. Lina jedoch schenkte diesem Umstand wenig Beachtung, sondern betrat, ohne weiter nachzudenken, den Laden und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Der Laden war klein,
nicht viel größer als die Drei-Zimmer-Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter lebte. Überrascht musste sie feststellen, dass sie sich mit ihrer Annahme geirrt hatte, denn der Laden war längst fix und fertig eingerichtet. Hohe Regale säumten die Wände, allerdings keine modernen Supermarktmodelle aus kaltweißem Stahl und Lochblech, sondern altmodische Möbel aus dunklem, massivem Holz, die bis zur Decke reichten. Im hinteren Bereich konnte Lina sogar einen Apothekerschrank mit unzähligen Schubladen und Fächern ausmachen. Die Regale in der Mitte waren nur halb hoch, sodass sie den ganzen Raum überblicken konnte. Auf den Regalen standen allerlei Gläser, Metalldosen und altanmutende Kartonagen. Die Regalbretter waren aus dem gleichen Holz gearbeitet wie die übrige Ladeneinrichtung. Sie hatten eine glänzende Oberfläche und offenbarten bei näherem Hinsehen eine feine, filigrane Maserung. Lina streckte die Hand aus und strich zögerlich, fast zärtlich über die samtweiche Oberfläche. Und für einen kurzen Moment meinte sie, einen schwachen Geruch wahrzunehmen. Fremd und doch vertraut. Einen Duft nach warmen Vollmondnächten und Sandelholz. Nicht, dass Lina jemals bewusst Sandelholz gerochen hätte, von Vollmondnächten ganz zu schweigen. Fühlt sich toll an, nicht wahr? Riss eine weibliche Stimme sie aus ihren Gedanken. Sie zuckte jäh zusammen. Hinter einer der Auslagen kniete ein junges Mädchen, das gerade damit beschäftigt gewesen war, Ware auszuräumen. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, heimlich darüber zu streichen, sprach sie weiter. Ihre Stimme war wohlklingend und sie betonte die Worte auf eine leicht fremdartige Weise, die Lina nicht einzuordnen wusste. Sie trug ein rotes Kleid mit einem ausgestellten Rock, dessen Saum luftig um ihre Knie schwang, als sie sich aufrichtete. Oh, entschuldige, habe ich dich erschreckt? Lina schüttelte den Kopf. Dann ist ja gut. Du hast kurz so ausgesehen. Das würde zu mir passen, gleich den ersten Kunden in die Flucht zu schlagen. Die junge Frau grinste, runzelte dann aber die Stirn. Wie siehst du denn aus? Hast du ein Bad in See genommen? Wieder schüttelte Lina den Kopf, diesmal etwas genervt. Nein, es regnet draußen in Strömen. Ach wirklich? Das habe ich hier drinnen gar nicht mitbekommen. Soll ich dir vielleicht ein Handtuch bringen? Ja, wisst ihr, ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, nee, am Donnerstag kaufe ich mir kein Buch. Ja, hört ihr schon, die Steffi lacht schon, die lacht schon. Ja, aber ich wollte dieses Buch eigentlich schon in Frankfurt mitnehmen, aber da war leider die Autorin nicht da, und zwar die Tanja Kamann. Und, ne, aber diesmal ist sie eben da. Und deswegen nehme der Mitternachtsladen Verbundene Welten, heißt es, und hat ein sehr schönes Cover, wie ihr seht. Guck. Deswegen nehmen wir das jetzt mal mit und lassen uns das signieren. Jo, so, sind wir gerade mal in der Blogger-Lounge. Unsere erste kleine Pause mal machen, mal kurz durchatmen und ein Käffchen trinken. Muss auch mal sein. Sieht ganz chillig aus hier, ne? Mit Brille. Ja, meine Brille. Das ist wirklich richtig geile Einrichtung hier auf der Leipziger Buchmesse. Und leider Gottes hat das die Frankfurter Buchmesse noch nicht so noch nicht so was umgesetzt. Die in Leipzig sind richtig cool. Von dem her, bis gleich. Falls ihr wissen wollt, wo ich mich schon wieder rumtreibe, ich bin mal wieder beim Stallesand Verlag gelandet. Irgendwie treibt es mich automatisch hierher, wenn ich in die Halle 2 gehe. Von dem her, gerade signiert die Maya Shepherd.
Und ja, die Sonja hat gerade mal von hier 5 Bücher eingeladen und ist gerade an der Kasse. Hat die Autorin gleich ein bisschen Arbeit beim Signieren. Steffi hat auch schon ihr Exemplar. Soll ich weggehen? Ja, die Maya hat gerade ein bisschen Arbeit bekommen. Ich darf mir ausgelegt, dass sie gleich sieben Aber hinter mir steht wieder die sexy Fanny Becher mit ihrem Cosplay-Kostüm. Nee, das ist schon schnuckelig, ne? Jo, ich glaube, das hieß hier Random House. Zwar ein bisschen kleiner, ne, als es leuchtet orange. Da sind wir bei Drömer und Daue, ganz richtig. Werden Bodyguard, ein Mädchen für alles, von Sebastian Fitzek entdeckt. Also kann er auch nicht weit sein. Ist zwar nicht ganz so mein Lesestoff, aber ich finde das Motto so geil vom Festa Verlag. Wenn Lesen zur Mutprobe wird. Es hat irgendwas. Und ich meine, so richtig geschockt werden wollt, dann ist der Festa Verlag auf jeden Fall das Richtige für euch. Wenn es ein bisschen heftiger sein darf. Ne? Guckt euch mal die Cover an. So, wir sind hier gerade so bei dem Antiquariat in Halle, ich glaube, das ist das 3. Und ja, das ist jetzt für heute ziemlich erstmal, glaube ich, der Abschluss. Wir schauen jetzt nochmal so auf dem Rückweg durch Halle 1, glaube ich, und gucken da mal noch ganz kurz im Vorbeilatschen. Und dann wird es erstmal der Donnerstag so gewesen sein. Ja. Und ja, dann heute Abend wollen wir alle zusammen zum Hans im Glück gehen und ein bisschen was essen. Da nehme ich euch, glaube ich, auch noch mit. Und dann, ja, mal sehen, was noch so kommt. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall aufregend und bestimmt richtig, richtig cool. Ja, da gibt es dann auf jeden Fall auch Videos dazu. Ich glaube, das heutige Video ist ein kleines bisschen kürzer als wie normal. Aber ja, ihr bekommt die nächsten wahrscheinlich ein bisschen mehr. Heute Anreisetag und so, wisst ihr. Jo, wir sind
Wir sind hier in der Halle 1. Das ist die Manga- und Cosplay-Convention. Und ja, da latschen wir jetzt mal ein bisschen durch. Also, das heißt, nur mal so kurz durch. Ja. Und schau mal, was es da alles Schönes gibt. Schatz. Da. Jo, so. Und hier, weil es irgendwie, glaube ich, fast ein bisschen dazu gehört, eine kleine Roomtour. Ich bin mal wieder im Motel One abgestiegen, diesmal eben in Leipzig. Und ja, Motel One, altbekannt, sieht eigentlich überall gleich aus. Von dem her, Queen-Size-Bett, richtig fett, riesen Fernseher, ja, ein kleines Bad gibt's hier. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Und ja, jetzt haben wir Donnerstagabend. Ich treffe mich gleich mit der Steffi und dem Martin und noch ein paar anderen dann. Das seht ihr ja gleich. Ja, und dann gehen wir ganz gemütlich essen und wir lassen den Donnerstagabend ausklingen, damit wir fit sind für die nächsten 3 Tage. Ja, ihr werdet es sehen und ich erlebe. Jo, mittlerweile sind wir beim Hans im Glück angekommen. Wir haben noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Und jetzt stellen wir dann demnächst, weil wir sind alle ziemlich hungrig mittlerweile. Ja.